Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Wir schauen jetzt auf die Tagesenergie. Genau, und da legen wir jetzt auch gleich los. Denkt dran, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Und ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und heute ist immer genau dann, wann du dieses Reading findest. So, Tagesenergie. Was kommt denn heute so? Das ist die Hauptenergie für heute. Wir haben das Ass der Kelche. Wow. Das Ass der Kelche und hier im Unterdeck haben wir die Acht der Münzen. Ich habe das Gefühl, tatsächlich heute ist ein Tag, wo du neue Energie schöpfen kannst. Ja, also mir kommt hier irgendwie rein, dass du heute auch ein Stück weit an etwas arbeitest, neue Energie wieder bekommst, vielleicht auch mit mehr Elan zur Arbeit gehst, das kann auch möglich sein, oder generell einfach der Tag relativ schön ist für dich, ne? Also auch von der energetischen Ebene. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mit den Acht der Münzen habe ich hier auch so ein bisschen diese Weiterentwicklung. Vielleicht entwickelt sich jetzt eine Situation mit einem Herzensmenschen weiter. Hier kommt eine neue Chance rein. Es könnte sogar sein, dass du einen neuen Menschen kennenlernst. Es kann eine Freundschaft sein. Es kann sein, dass sich jemand wieder meldet, sich mit dir versöhnen möchte, ja, und die Dinge mit dir weiterentwickeln möchte. Das Ganze passiert hier sehr schicksalshaft, weil dieses Spinnrad, das erinnert mich auch immer an das Rad des Schicksals. Und hier ist es so, dass ich das Gefühl habe, hier verändert sich etwas zum Positiven für dich, ja. Du bist natürlich mit aufgefordert, daran mitzuwirken. Das sagt das Universum auch ganz klar. Das heißt, sie arbeitet ja hier auch an sich, an ihrem Projekt, ja. Und es kann eben auch sein, dass du heute irgendwas Neues startest, dass du heute irgendwas Neues machen möchtest. Für die einen oder anderen habe ich hier auch heute wirklich ein neues Erlebnis, was du haben wirst, was dich irgendwie weiterbringt, ja, also ich kann gar nicht genau sagen, was das sein wird, aber mir kommt so durch, dass du hier irgendwie ein neues Erlebnis hast und das bringt dich irgendwie weiter. Also das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Die Hauptenergie ist auch einfach die Zufriedenheit. Ja, wie gesagt, hier kann es auch sein, dass du eine Einladung bekommst. Es kann sein, dass hier wirklich die Versöhnung auf dich zukommt. Jemand, der sich mit dir aussprechen möchte. Der Kelch wird nämlich von einer Libelle gehalten und die Libelle steht immer für einen Neubeginn, ja, und du hast hier eine Chance, definitiv etwas Neues zu beginnen, eine neue Richtung vielleicht auch einzuschlagen, ja, in Projekten oder auch eben ein Herzensmensch schlägt jetzt eine neue Richtung ein. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Was sollst du denn noch wissen für heute? Hier haben wir das Kreuz, das ist schicksalshaft. Ne? Ich habe auch das Gefühl, du kannst heute wirklich so Belastungen hinter dir lassen. Vielleicht gönnst du dir heute auch wirklich etwas Gutes, ja. Und das Ganze, ja, die Emotionen werden hier ruhig, ja. Also das heißt, ich habe das Gefühl, wirklich aus einer Sorge kommt man heraus und deine Situation beruhigt sich so. Vielleicht auch aufgrund, weil Nachrichten kommen, aufgrund, weil jemand sich mit dir aussprechen möchte, ja. Oder dir auch ganz klar sagt, was man für dich empfindet. Also die Chance heute ist echt groß, ja, dass das jemand tut. Okay, was will man hier noch wissen? Ja, hier haben wir den Mond. Tatsächlich bekomme ich das hier so rein, dass du hier eine Erkenntnis haben wirst, ja. Mir kommt heute tatsächlich die Leiter extrem rein, die hier bei dem Mond mit aufgedruckt ist. Und ich glaube einfach, dass du dir gewisse Ängste, gewisse Sorgen auch genau angeschaut hast. Ja, vielleicht hast du hier auch mit einer Verlustangst zu tun. Die hast du hier bearbeitet oder du bist auch noch dabei, die zu bearbeiten. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du so eine kleine Belohnung dafür bekommst, ja, dass du so hart an dir arbeitest. Für die einen oder anderen, wie gesagt, kann hier wirklich auch ein Aufstieg passieren, schicksalshaft, ja. In einer Verbindung geht es jetzt endlich weiter. Die Dinge verändern sich zum Positiven, man spricht sich vielleicht auch aus, man versöhnt sich, ja. So etwas haben wir hier.
Ja, du zweifelst hier, ne? Wir haben hier so ein bisschen den Fuchs und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, falls du wirklich heute mit Ängsten konfrontiert sein solltest, aufgrund einer Situation, die dir am Herzen liegt, das sind unbegründete Ängste. Ja, also ich habe hier irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es geht auch am heutigen Tag so ein bisschen um die Strukturierung deines Tages. Vielleicht hast du Angst, irgendwas nicht unter einem Hut zu bekommen. Ja, brauchst du aber nicht, das wird alles funktionieren, kriege ich durchgegeben. Du zweifelst hier vielleicht auch an einem Erfolg. Ja, es könnte auch sein, dass dein Gegenüber sehr vorsichtig, sehr strategisch auf dich zukommt. Ja, weil man nicht weiß, wie du reagierst. Ja, man möchte hier aber die Dinge mit dir weiterentwickeln. Das kann ich dir definitiv sagen. Und es ist hier auch etwas, was auf stabilem Fundament passieren soll. Denn die Acht der Münzen ist auch etwas, wo Stabilität mit drin ist. Ja. Ja, hier haben wir den Bären. Es kann natürlich sein, dass es sich hier bei dir auch um jemanden aus der Vergangenheit handelt, einen Ex-Partner. Es kann tatsächlich auch sein, dass du hier irgendwie einen Termin hast, ja, mit jemand Autoritärem, ja, jemand, der etwas zu sagen hat und da machst du dir Sorgen, aber brauchst du nicht, hier läuft alles wirklich zu deinen Gunsten, hier wird auch etwas zu deinen Gunsten entschieden heute. Für die einen oder anderen habe ich hier auch jemanden von der Arbeit. Vielleicht möchtest du hier mit deinem Chef etwas besprechen. Da sehe ich, heute bietet sich da eine gute Chance für. Und grundsätzlich geht es hier wirklich um die positiven Veränderungen, in der das Schicksal dich jetzt befördert. Ja, das heißt, hier wandelt sich etwas. Wir haben den Wandel hier drin von diesem Sorgenreichen, von diesen auch immer wiederkehrenden Sorgen, ja, hin zur Kraftstärke, die wiederkommt. Und eben, ja, einfach deine Emotionen, die sich so ein bisschen beruhigen. Ja, vielleicht warst du in den letzten Tagen sehr gestresst, sehr besorgt. Das habe ich hier auch für den einen oder anderen. Und da merkst du jetzt, okay, es geht vorwärts, ne? Ja. Eventuell hast du es ja auch mit einer sehr, sehr klugen Person zu tun, ja, jemand, der vielleicht auch eine gewisse Dominanz hat. Vielleicht merkst du auch, dass heute jemand sehr eifersüchtig ist, ja, dass man dich auch beobachtet. Ich habe hier so ein bisschen die Beobachtung mit drin. Auch hier ist wieder der Mond, ja, also für viele kann es auch wirklich sein, wenn du dich jetzt selber nicht als den Bären hier deklarierst, sozusagen, ja, dann kann es wirklich sein, dass hier jemand, der eben so, da ist der Mond so hinter den Wolken, ne? Also man verschleiert so ein bisschen seine Angst. Also es könnte sein, dass dieses Gegenüber hier wirklich Schiss hat, auf dich zuzukommen, dir zu sagen, was man für dich empfindet und dass man mit dir einfach etwas weiterentwickeln möchte, ja. Und gleichzeitig wirst du das aber herausbekommen, ja. Auch wenn dieser Mensch noch so klug ist, er kann es nicht verheimlichen, weil hier zu viel Gefühl mitspielt, ja. Ach ja. Das Gleiche könnte für dich auch eben gelten, ne? Also es kann auch sein, dass du hier irgendwie verliebt bist über beide Ohren und du kannst es gar nicht mehr verheimlichen, obwohl du es wirklich versuchst, ja, aber dein Umfeld merkt es oder auch dieser Mensch sieht es einfach in deinen Augen, ja. Ja. Ja, hier haben wir tatsächlich dein Gegenüber. Also für viele wird es hier wirklich um einen Gegenüber gehen, der hier aus seinem, ja, aus seinen Ängsten herauskommt, ja, vielleicht auch um wirklich ein Geheimnis offenbart, ganz vorsichtig, ganz strategisch. Aber für die allermeisten ist es wirklich so, dass es hier um dein Gegenüber geht, dass ich dich hier gar nicht habe. Wenn du sagst, nö, das bist du, dann ist das hier deine männliche Energie sozusagen, die hier in die Aktion kommen möchte, aber dennoch sehr vorsichtig vorgeht, sehr strategisch vorgeht, ja, weil du vielleicht auch Schiss hast, zu viel zu machen, zu viel reinzugeben und dann verändert sich das Ganze ins Negative, ja, das sind so Ängste, die hier mitwirken könnten am heutigen Tag. Brauchst du dir aber wirklich nicht machen, ich habe hier tatsächlich die Kraft, die Stärke liegen, ja, und
auch so ein bisschen die Gemütlichkeit. Für einige ist es einfach heute ein gemütlicher, ruhiger, emotionaler, schöner Tag. Ja, also das haben wir hier eben auch drin. Was ist mit einer extrem intelligenten Person zu tun, ne? Also hier ist jemand extrem intelligent. Ja, wir haben hier die vollkommene Zufriedenheit, die Erfüllung, die Lebendigkeit, die heute wieder in dein Leben kehrt, oder auch eben jemand, der sich zurückgezogen hat, der im Winterschlaf sozusagen war, ja, kommt wieder auf dich zu und möchte hier, wie gesagt, die Dinge mit dir in die Positivität verändern, ja, also da soll sich etwas, ja, stabilisieren zwischen dir und einem Menschen. Auch kann es hier wirklich eine Angelegenheit sein, wo du sagst, boah, ich musste die ganze Zeit strategisch vorgehen, ich musste wirklich vorsichtig sein, ne? Was ich auch offenbare oder auch nicht. Und das hört jetzt auch auf. Also ich habe hier so das Gefühl, dass du wirklich am heutigen Tag in die Zufriedenheit schaust und in die Fülle schauen wirst, ja? Oh, und wir haben die Einladung, das Geschenk, die Anerkennung und die Wertschätzung. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe mit dem Ast der Kelche, ne? Also hier ist wirklich so, dass es ein Tag wird, der wirklich schön wird für viele, mit positiven Überraschungen gespickt, ja. Und da habe ich auch so, es kann sich sogar auf mehrere Lebensbereiche bei dir beziehen. Vielleicht hast du mit deinem Herzensmenschen einen wunderschönen Tag. Vielleicht sind auch noch andere Dinge, die einfach super laufen, ja, beruflich, finanziell irgendwie. Wir sehen einfach mehrere Lebensbereiche hier liegen, die sich ins Positive verändern. Wow. Und er hier, ne, also ganz ehrlich, da muss ich ja wirklich ein bisschen schmunzeln, ne, weil er legt sich hier wirklich einen Plan zurecht, wie er dich hier einladen kann, ja, also. Haha, es könnte ihn auch die ganze Nacht gekostet haben, tatsächlich, weil man hier ja einfach so philosophiert, wie macht man es, ne? Also er schmiedet hier Pläne im Hintergrund. Hier werden Pläne geschmiedet. Eine nehmen wir noch. Ja, Innenschau, Problemerkennung, die Vorbereitung. Ich habe hier das wirklich das Gefühl, dass hier dass du sozusagen vorbereitet wirst. Ja, also jemand hat ja auch das Problem erkannt, jemand hat ja auch erkannt, dass man vielleicht nicht ganz ehrlich, nicht ganz fair zu dir war, vielleicht aber auch sich selber gegenüber überhaupt nicht ehrlich war. Und das begreift hier jemand, ja. Und ja, also ich habe das Gefühl, tatsächlich hier hatte jemand heute Nacht echt eine schlaflose Nacht. Man hat hier versucht, irgendwie, ja, Pläne zu machen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich ihr erklären, ja, dass ich es jetzt wirklich ernst meine und so weiter und so fort. Also vielleicht war da auch irgendeine Situation, wo du auch tatsächlich Grund hattest zu zweifeln, ja, vielleicht war jemand sehr eifersüchtig oder jemand hat nicht, keine Ahnung, hat nicht so mit dir kommuniziert, ja, also du hattest alles so im Schwammigen gelassen und jetzt sorgt man dann für Klarheit. Das ist das, was ich hier definitiv reinbekomme. Ansonsten können sich hier natürlich auch behördliche, finanzielle Geschichten wirklich zum Positiven verändern. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du selber sagst, ah, ich habe ein Problem erkannt, ja, ich kann jetzt etwas verändern und genau diese Veränderung bringt die positive Veränderung. Also der Wandel ins Positive sozusagen, ja, weil du hier ein Problem erkannt hast. Und das fühlt sich an wie ein Geschenk für dich. Ja, also sehr schöne Energie. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Was habe ich gesagt? Hier sind Ängste, ja, die brauchst du dir nicht machen. Ja, wir haben hier auch wieder die Versöhnung drin. Du bist beschützt und diese Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universalen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken und Emotionen, um sicherzustellen, dass das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir und durch dich hindurchfließt. Also das ist wirklich krass. Es kann auch sein, dass er sich hier wirklich einen Kopf macht für völlig umsonst, ja, aber es kann auch sein, dass es
eine gespiegelte Situation ist, ja, dass du dich einmal selber hier auch ein Stück weit wiedererkennst und eben diese Person, ja, es könnte auch wirklich eine ganz, ganz alte Seelenverbindung zwischen euch sein, dass ihr Seelenpartner seid, das bekomme ich auch noch rein. Und es gibt hier keinen Grund zur Sorge, ja, hier kommt der Frieden rein, und irgendwie habe ich das Gefühl eines Abschlusses, ja, eines Abschlusses von Sorgen, Belastungen und rein in die Veränderung zum Positiven. Wow. Finde ich richtig schön. So, ein Krafttier für heute noch. Hier haben wir den Igel, die Abgrenzung, die Einigelung, Abgrenzung und Innenschau sind gefragt, komme zu dir selbst, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Ja, hier hat sich jemand vielleicht auch abgegrenzt, ja, hier hat jemand sich eingeigelt, hier hat jemand irgendwie einen Stopp reingebracht, ja. Und das war aber wichtig, weil dieser Mensch eine Innenschau, ja, das haben wir hier doppelt betrieben hat und somit ein Problem auch erkennen konnte, ja, ein Problem, was vielleicht auch bei ihm von der Mutter herrührt. Ja, ich habe hier ein Mutterthema bei deinem Gegenüber, was eine Rolle spielen könnte oder generell auch, vielleicht ist es jemand, der auch sehr viel gelogen hat, ja, in der Vergangenheit, sich selbst belogen hat, andere belogen hat, ja, und auch da grenzt man sich jetzt von ab, ja, und grenze dich auch von diesen Ängsten heute wirklich ab, ist der Rat, ja, sondern fokussiere dich auf, es gibt keinen Grund zur Sorge, alles ist gut, ja. Guck mal, und hier haben wir noch den mütterlichen Schutz, das Nilpferd, ich habe eben gerade noch gesagt, Mutterthema könnte hier wichtig sein, ja. Die ägyptische Nilpferdgöttin Tyrus wacht über dich, lasse Albträume von ihr vertreiben, empfange Schutz und Fruchtbarkeit. Also hier kommt neue Fruchtbarkeit rein, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und es ist einfach so, dass sich jemand hier auch wirklich vielleicht von Menschen abgegrenzt hat, die immer wieder rein manipuliert haben in eure Verbindung. Ja, vielleicht gab es da Menschen, die das nicht wollten. Auch da kann es sein, dass du jetzt erfährst, okay, dieser Mensch hat sich von diesen Menschen entfernt und weggedreht, ja. Gleichzeitig hattest du heute Nacht Albträume, kann ich dir sagen, es ist kein Grund zur Sorge, es hat nichts damit zu tun, dass es Realität wird, sondern es geht hier wirklich darum, dass du auch deine Ängste tatsächlich bearbeitest in deiner Traumwelt, in deinem Unterbewusstsein, ja, und du bist hier geschützt, das kann ich dir auch definitiv sagen. Also für alle, die wirklich vielleicht heute Nacht auch Albträume hatten, wo du schweißgebadet aufgewacht bist, ja, mach dir keine Sorgen. Es geht hier um die Bewältigung deiner Probleme im Inneren, ja. Okay. N und I könnten wichtige Buchstaben für dich sein. Mir kommt heute Ina rein, also vielleicht heißt du Ina, vielleicht hast du es mit einer Ina auch zu tun. Ina und Nina kommt mir rein, ja, das sind Namen, die mir heute durchkommen. Wir haben hier die Zahl 7, das ist auch die heilige Zahl, genieße deine Zeit einfach, ja. Also komme zur Ruhe, genieße deine Zeit, tue das, was dir gut tut, ja. Hier im Hintergrund arbeitet das Universum für dich, du brauchst dir keine Sorgen machen. In einer Angelegenheit, wo du vielleicht auch schlaflose Nächte hattest, du wirst sehen, hier wandelt sich etwas zum Positiven. Und hier haben wir noch die Zahl 72 oder 27. Die 2 und die 7 könnten in deinem Geburtstag mit drin sein. Es könnte deine Hausnummer sein, es könnte mit in deiner Postleitzahl drin sein. Vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas, ja. Tausche dich aus, lass dich beraten, vielleicht lässt du dich auch beraten. Du zweifelst aber so ein bisschen an der Ehrlichkeit, ja. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, weil es ein allgemeines Reading ist, ich habe hier, du brauchst dir keine Sorgen machen, aber wenn du wirklich vom Bauchgefühl her hast, ja, dass du da irgendwie ein mulmiges Gefühl hast, dann hol dir da nochmal eine zweite Meinung, ja, von einem Experten, ja, von jemand anderem, vielleicht auch von, wenn es jetzt um irgendwas Medizinisches bei dir geht, ja, du hast einen Arzt, der hat dir was gesagt und du zweifelst aber so ein bisschen dran, dann hol dir ruhig eine zweite Meinung, ja, das haben wir hier auch noch mit drin. Gut.
Hier haben wir, also Sternzeichen Waage haben wir hier noch mit drin. Wir haben Schütze. Wir haben die Jungfrau, wir haben den Widder. Wir haben die Zwillinge und den Steinbock. Und hier habe ich nochmal die Waage. Also für diese Sternzeichen kann das hier wichtig sein, aber auch wenn dein Sternzeichen nicht gefallen ist, kann es dein Reading sein. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben, ja? Nur nochmal als Hinweis. So, jetzt machen wir Charm, dann machen wir Schicht im Schacht. Es geht irgendwie heute nicht. Ich habe den Brief gezogen tatsächlich, ne? Hier kommt die Einladung, hier kommt eine Botschaft für dich, die direkt ins Herz trifft, ja, im positiven Sinne, ihr Lieben. Ja, also eine Einladung, Herzensmensch meldet sich, ja, Kommunikation, gute Nachrichten, so what, ja, du kannst es hier wirklich auf alles belegen. Vielleicht hast du heute auch einen Brief im Briefkasten, ja, und du machst dir darüber deine Gedanken, das könnte auch möglich sein. Du brauchst hier keinen Grund zur Sorge haben. Ich sehe hier jemanden, der auf jeden Fall ehrlich mit dir kommuniziert, ja. So, hier haben wir das J, wir haben das N, wir haben das W und wir haben das R. So, vielleicht kannst du mit diesen Buchstaben tatsächlich noch was anfangen, ja. Also, diese Buchstaben können Orte sein, Vor- oder Nachnamen sein. Mir kommt jetzt tatsächlich zu diesem Buchstaben nichts mehr rein. Wir haben tatsächlich hier die Libelle, finde ich schon wieder klasse, weil es hier um den Neubeginn geht. Ja, das Loslösen von etwas, was dich festgehalten hat, schlechten Situationen, Probleme, die vielleicht sich wie so Schnüre um dich gelegt haben, lösen sich jetzt, ja. Und hier haben wir nochmal den Stier vom Sternzeichen. So. Ja, das war's, ihr Lieben. Also es sieht wirklich gut aus. Hier scheint es einen Neubeginn zu geben. Ja, hier geht etwas weiter. Hier entwickelt sich etwas zum Positiven. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ja, und deswegen lasse ich es jetzt auch einfach so stehen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und ja, ich wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für all eure Wertschätzung in meine Richtung. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.